Herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Heute ist Tag der Checklisten und ich habe das wieder ohne Mikrofon, weil ich das Mikrofon noch nicht wieder geladen habe. Ich habe das vergessen und hatte auch nicht wirklich viel Zeit daran zu denken. So, vielleicht sollte ich mir auch ein paar Checklisten deswegen machen. Und ich habe eine Frau gezeichnet, die eine Einkaufstasche in der Hand hält und die an einer Wand steht und dann einen Stift in der Hand hält und damit einen Haken macht an einem Punkt einer Checkliste, den sie erledigt hat. Dieser Tag geht auf eine Initiative des Webportals Checklist zu und das hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen das Leben in Form von Checklisten, also die sie auch angeboten haben, in ziemlich jeder Situation zu vereinfachen. Und ich habe hier die Checklisten, die ich gleich zeichnen werde, überdimensional groß gemacht, um zum einen darzustellen, dass Checklisten vielleicht teilweise notwendig sind, das kann man vielleicht so sehen, oder auch, dass Checklisten teilweise überbewertet werden, sozusagen, dass man vielleicht nicht für jedes eine Checkliste braucht. Ich schreibe jetzt auf diese Checkliste ein paar Punkte, die diese Frau abarbeiten möchte. Und wie ihr seht, hat sie schon ein paar abgearbeitet. Nur den Punkt Zeit für mich hat sie noch nicht abgearbeitet. Ja, da habe ich natürlich jetzt überlegt, ob ich das so mache, dass sie sogar diesen Punkt durchstreicht. Eigentlich kann jeder das interpretieren, wie er möchte. Ich habe es jetzt nicht durchgestrichen, sondern so offen gelassen. Man kann sich natürlich nun überlegen, ob sie diesen Punkt an diesem Tag noch abarbeiten kann sozusagen und die Zeit für sich nimmt, was ja sehr wichtig ist. Und diesen Punkt sollte man immer in einer Checkliste einsetzen. Oder ob sie ihn nicht schafft und gegebenenfalls durchstreichen muss. Aber positiv zu bewerten ist ja, dass sie schon mal diesen Punkt überhaupt auf ihre Checkliste gesetzt hat. Denn ich denke, das machen viel zu wenige, sich Zeit für sich selber einzuräumen und das wirklich auch in einer Checkliste festzuhalten, wenn sie denn Checklisten führen. So, jetzt noch mal einmal zur Begründung, warum das auf den 30. Oktober fällt. Leider hat es einen etwas tragischen Hintergrund und zwar geht das auf das Jahr 1935 zurück. Und zwar verunglückte da ein Militärflugzeug während des Starts in Ohio und die beiden Piloten kamen dabei ums Leben und weitere Crewmitglieder hatten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Und es ist abgestürzt, weil eine Rudersperre nicht gelöst wurde. Und deshalb hat man eine Reihe von Checklisten eingeführt für die verschiedenen Flugphasen. Also Startflug, vor und nach der Landung, damit so ein Unglück nicht nochmal passiert. Die sogenannten Pilotenchecklisten. Die Checklisten sind nun Standard bei allen Flügen und haben sich auch durchgesetzt. Gut, jetzt ist die Zeichnung wieder vorangeschritten. Ich habe ja noch zwei weitere Checklisten gezeichnet, überdimensional groß. Und die linke Checkliste ist die vom Freitag, die hat sie auch schon abgearbeitet. Sie ist jetzt bei Samstag und die Sonntagsliste steht noch völlig leer. Da kann man sich jetzt auch überlegen, schreibt sie da was rein an diesem Tag, dass sie noch ganz viele Checklistenpunkte sozusagen abarbeitet oder gönnt sie sich einen Tag einmal ohne Checklisten, ohne irgendwelche Aufgaben, die man erledigen kann und einfach nur mal vielleicht Sachen machen, die einem gut tun. Kann man natürlich auch auf eine Checkliste setzen. Okay, ich arbeite jetzt nochmal ein paar Details wieder aus und schreib nochmal die Buchstaben etwas dicker nach, damit die ein bisschen deutlicher zu erkennen sind. Das war's wieder für heute und bis zum nächsten Mal.